Unsere Mannschaft steht hier kurz vor dem Ende eines bislang sehr gut verlaufenden Trainingslagers. Wir sind ungefähr 20 Minuten aus Bad Leonfelden, unserer Basis, hierher gefahren mit dem Bus und wollen jetzt mal sehen, was die Jungs noch im Tank haben. Wir schauen auf die Aufstellungen und überzeugen uns davon, dass Trainer Daniel Thun eine sehr starke erste Elf hier für die ersten 45 Minuten auf den Rasen stellt. Und unsere Mannschaft sofort im Ballbesitz mit Gavori. Der gute Ball, die gute Hereingabe und ein, zwei Beine recken sich der Kugel entgegen. Das letzte gehörte Daniel Ginczek. So, Colley hat jetzt den Ball erfolgreich abgeluchst, unserem Keeper, aber dann zum Glück unerfolgreich abgeschlossen. Super Angriff, super Tor, Emmanuel Lior auf die Flanke von Nico Gavori, wie habe ich ihn zu Beginn der Partie genannt, Qualitätsflanker, ja, da gibt es nochmal einen extra Hack, das ist absolut verdient in der 38. Minute. Wunderschön, Ausgangspunkt Tanaka, der sieht Gavori, der hat natürlich genügend Platz und Zeit zum Flanken. Und Emma läuft ein, direkt abgenommen, wunderbar, die Führung für unsere Fortuna. So, ein teurer Ballverlust möglicherweise, kurz vor Ende der ersten Hälfte, Tanaka. Und dann kommt auch sofort der Schlusspfiff, also guter Ball auf Daniel Ginczek, schade, ist er nicht reingekommen in den Lauf, aber dafür läuft der Ball jetzt weiter. Super, und das ist die Chance für Gavori. Merci, Monsieur. Kann man mal machen. Den ersten Treffer vorbereiten, den zweiten selbst ins Netz schicken. 53. Minute. Der Pass kommt von Cello, von Marcel Sobotka. Gavori. Und Elo Fernandes netto. So, jetzt hat er mal richtig Maß genommen und getroffen. Und man darf so sagen, sich belohnt für all das, was er schon angeboten hat. Herrlich aufgelegt. Jamil Siebert kann abziehen, abgefälscht. Mit voller Power geht er aufs 4:0, das schreiben wir ihm gut. Jamil Siebert hat schon viel Freude gemacht nach seiner Rückkehr von Viktoria Köln. Die Ausleihe erfolgreich. Zurückgekommen ist ein neuer Jamil, voller Selbstvertrauen. Und das sieht man hier. Ja, klar, Solnocki hat da irgendwie den Körper noch dazwischen gebracht. Aber jetzt steht es halt mal 4:0. Und wunderbar abgeschlossen, das 5:0. André Hoffmann, der alte und neue Kapitän. Da seht ihr die schwarze, die grüne Binde an seinem Arm. Schöner kann man das nicht machen, zaubert ein Lächeln in sein Gesicht. Benny Böckle bringt diese Ecke, ganz schlechtes Timing da von den Männern in Blau. Ja, kann man mal so machen. So, und das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Entscheidung des Schiedsrichters, die Partie in diesem Augenblick vorzeitig in der 87. Minute zu beenden. Beenden Lino Hajduk, der 31-jährige Referee aus Pasching, pfeift, ehe sich alle Augen minutenlang noch auf den verletzten
richten. Wir wünschen dem Spieler selbstverständlich alles Gute, Gesundheit, gute Besserung. Emma, erfolgreicher Abschluss, glaube ich, des Trainingslagers. Morgens geht es natürlich erst zurück, aber 5:0 gegen Puskás Akademia. Wie fällt dein Fazit aus? Du warst selber auch mit einem Treffer erfolgreich, dem ersten Treffer der Partie. Ja, am Anfang zähes Spiel. Der Gegner hat gut Druck gemacht. Klar, bei uns auch ein bisschen schwere Beine, hat man, glaube ich, gemerkt. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan. Direkt irgendwie nach 15 Sekunden erste richtig gute Möglichkeit gehabt. Ja, wo man schon gesehen hat, was wir die letzten Tage trainiert haben. Dann den Treffer vor der Halbzeit gemacht, der uns, denke ich, gut getan hat. Und dann, wie die Jungs das in der zweiten Halbzeit souverän runtergespielt haben. Ich glaube, so kann man jetzt gut gestärkt und mit einem guten Gefühl wieder zurück nach Düsseldorf fliegen. Du hast die zweite Halbzeit schon angesprochen. Eigentlich könnte man denken, boah, die haben eine ganze Trainingswoche in den Knochen. Das wird jetzt bestimmt ein zähes Spiel. Es ist eine super Kombination gewesen. Schöne Tore, vielleicht auch ein Stück weit das, was man sich hier in den letzten Tagen auch erarbeitet hat. Ja, ganz klar. Also ich denke, das ist das, was der Trainer auch weitestgehend sehen will. Diese Kombination über Außen, aber auch durchs Zentrum, dass wir da einfach offensiv sehr flexibel sind, eine gewisse Spielfreude an den Tag legen. Und das war heute, glaube ich, bei den Bedingungen, jetzt mit den Einheiten in den Knochen, glaube ich, von der ganzen Mannschaft eine saubere Leistung. Da können wir dran anknüpfen. Wie fällt dein Fazit aus Spielersicht aus, diese Woche hier in Oberösterreich, die ja morgen zu Ende geht? Ja, es war wieder eine schöne Zeit, Vorbereitung. Natürlich immer anstrengend, aber so muss das auch sein, um sich dann die Körner für die Saison zu holen. Ist natürlich aber trotzdem immer lustig, mit den Jungs ein bisschen zusammenzurücken, so ein bisschen wieder dieses Jugendherbergen-Feeling von damals. Es war lustig, die Truppe ist gut drauf, so, wir hatten Spaß zusammen. Und wenn man dann noch erfolgreich dazu ist, auch wenn es jetzt erstmal nur Testspiele waren, gibt das aber Kraft, Schweiß zusammen und macht einfach Bock mit den Jungs. Nimmst du dadurch viel Positives mit, jetzt auch noch für die nächsten zwei Wochen der Vorbereitung bis zum ersten Pflichtspiel? Ja, auf jeden Fall. Klar, auf der einen Seite, dass so unsere Spielzüge nach vorne, die wir eintrainiert haben, dass die klappen, ist natürlich schön zu sehen, aber auch in solchen Spielen geht es darum, Siege einzufahren. Der Trainer sagt auch, klar, das Ergebnis ist erstmal ein Stück weit untergeordnet, sondern er will die Sachen sehen, will, dass wir das umsetzen, was wir im Training einstudiert haben, ob jetzt defensiv oder offensiv. Und spricht aber trotzdem natürlich auch über diese Winning Mentality und die so früh wie möglich in der Vorbereitung schon drin zu haben, wird sicherlich für die Saison, wird uns Power geben. Der Spaß scheint da zu sein. Ich glaube, der Gini hatte ich gerade mit dem Handtuch abgeworfen. Emma, danke dir. Bitte, bitte. Monsieur Gavoury, 2 assists and 1 goal. How was this match for you personally? Yes, of course, with the statistic it was a good game. But in general, the most important is to win. For the like a team, and it's a good result for us. You know, we keep going the preparation, and we have to stay in the same level. How did you see the performance regarding also the second half? We were very strong, very attacking, brilliant combinations we had to the goals. Yes, I think during the training camp we worked our identity, and we could see some situation in this game. First half was not easy. The first 20 minutes we was a bit under pressure, and we could go out better of some situation. But we're gonna see this and improve what was wrong. How do you look back at this week, the training camp we had here? Of course, a lot of running, a lot of work, but it was a good week, I think, for everybody. We learn how to play like a team, and I think we are on the good way. Danny, 5:0 zum Abschluss im Testspiel gegen die Puskás Akademia. Leider ein bisschen verfrüht abgepfiffen worden aufgrund einer Verletzung der gegnerischen Mannschaft bei einem Spieler. Ist natürlich schade, dass so ein gutes Ergebnis und dann auch so ein einfaches Testspiel von so einem kleinen Ereignis überschattet wird. Ja, absolut folgerichtig. Also beide Kapitäne wurden gefragt, hat ja jetzt auch einen Moment gedauert, Krankenwagen war da und
glaube, da macht es auch Sinn, auch wenn ein bisschen Feuer heute drin war. Aber dann sieht man halt auch, dass man gut miteinander umgeht, sehr fair miteinander. Und entsprechend, klar, von Fortuna-Seite nur die besten Genesungswünsche. Und wollen wir mal hoffen, dass es bei dem Spieler nicht so schlimm ist. Blicken wir aufs Sportliche. Vom Ergebnis her natürlich optimal gelaufen für uns, kein Gegentor, vorne effizient gewesen. Ich fand aber trotzdem in der ersten Halbzeit erstmal schwierig reingekommen, bis dann mit dem 1-0 so ein bisschen der Brustlöser kam. Ja, was heißt, eigentlich super reingekommen, wenn man den Anstoß sieht. Da darf man halt einfach schon nach 14 Sekunden wieder an der Mittellinie stehen und dann auch vielleicht schon 1-0 führen. Und wir haben schon gemerkt, dass es ein sehr robuster, ein sehr athletischer Gegner ist, dass sie auch sehr aggressiv zu Werke gehen. Aber da fand ich auch, dass meine Jungs gut dagegen gehalten haben und sich nicht zurückgenommen haben, auch mal auf den einen oder anderen Fuß getreten haben. Das gehörte vielleicht auch mal dazu. Also hat man sich nichts gefallen lassen. Und ein hohes Pressing passte uns ganz gut, weil wir ja auch mal gegen ein hohes Pressing dann auch mal anspielen wollten, gerade auch in der Spieleröffnung. War dann mal ein bisschen ruckelig, aber Fehler gehören dazu. Auch dann im Tor mit Dennis, dass er vielleicht die eine oder andere Situation nicht optimal gelöst hat. Damit können wir arbeiten. Und dann, glaube ich, ja, haben wir in die Partie gefunden. Gab ein paar Möglichkeiten und ja, war schön natürlich für uns, dass wir 1-0 in Führung gegangen sind. Mal kurz auf diese Robustheit angesprochen. Nach so einer harten Trainingswoche, wie du schon sagst, eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Jungs in so einem Spiel halt körperlich dagegen halten und natürlich auch läuferisch. Ja, läuferisch haben sie auf jeden Fall. Das habe ich hinten raus gesehen. Das hat mir als Trainer gut gefallen, wo sie alle nochmal im Umschaltspiel defensiv dabei waren. Na gut, wenn zwei Panzer, ich glaube, der eine auf der Seite der Ungarn und Daniel Ginczek, wenn die aufeinander prallen, dann scheppert es schon. Das war schon ein Kampf der Titanen auf Augenhöhe. Also sah gut aus, aber ging ja auch dann fair auseinander. Und diese Robustheit hat, glaube ich, dem Spiel ganz gut getan und den Zuschauern gefallen. Wie sehr hat sich auch gefreut, dass in der zweiten Halbzeit auch unsere jüngeren Spieler zu Torerfolgen gekommen sind, zu guten Aktionen. Ist das vielleicht auch eine schöne Sache, die man dann auch in so einem Trainingslager sich wünscht und dann gerne sieht? Ja, für den Fan ist es sicherlich eine schöne Geschichte. Dann, ich als Trainer habe dann auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also sie sind nicht bei uns, weil sie jung sind, sondern sie sind bei uns, weil sie gut sind. Und das hat Ello gezeigt, gerade in dem Abschluss einfach auch. Man hat schon vorher einen Abschluss gehabt, der war nicht so erfolgreich. Der war dann mit deutlich mehr Qualität behaftet. Und dann natürlich auch Jamil mit seinem Tor dann wieder nach seiner Rückkehr. Das freut einen schon, aber hat sich ja angedeutet, die Jungs haben einen guten Eindruck hier hinterlassen. Hinten raus waren sehr viele Junge auf dem Platz, aber es zeigt auch, dass sie Bock haben, bei uns zu spielen und wir haben Lust, mit ihnen zu arbeiten. Blicken wir einmal in einem kurzen Fazit zurück auf diese Trainingswoche, die morgen zu Ende geht. Wie fällt dein Resultat aus? Ja, ist immer gefährlich. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auch von diesem Ergebnis lösen. Natürlich spielen wir Fußball, um Fußballspiele zu gewinnen. Aber letztendlich kann ich gar nicht beurteilen, wie hoch die Qualität der Gegner jetzt einfach war, in welchem Stand der Vorbereiter hatten die. Sind beides Erstligisten gewesen, aber auch die Ungarn heute mit hoher Physis, aber dann doch vielleicht dann mit 5-0 ja, entsprechend hoch bedient. Und dann muss man vielleicht auch unterschiedliche Räume betreten. Ich fand, was sehr positiv ist, wir haben sehr gut gearbeitet, intensiv gearbeitet, hatten wenige Verletzungen dabei. Wir haben ein paar Krankheiten dabei oder krankheitsbedingte Ausfälle. Das ist das eine. Ich finde, als Mannschaft, die Neuen sind integriert worden, was auch gut ist. Aber am Ende des Tages zählt es halt dann gegen Hertha BSC Berlin und dann können wir auch gar nicht mehr diese Spiele bewerten. Aber klar, freuen wir uns natürlich darüber, dass wir heute auch ein paar Tore mehr geschossen haben als der Gegner. Insgesamt bin ich doch mehr als zufrieden mit dem Lager.